Okay, dann wollen wir also abschließend nochmal eine Runde hier Fate reinhauen, beziehungsweise jetzt eben mit diesem zweiten Teil des Spiels dann ja auch mal anfangen. Ja, wenn wir dort im Prinzip einfach mal rein starten. Ich hatte ja schon gesagt, diesmal wollen wir nicht einfach einen Krieger spielen, sondern mal ein bisschen was anderes. Auch wenn man, wie beim ersten Teil, jetzt am Anfang noch keine Customizing bezüglich der Attribute oder irgendwas vorab betreiben kann und der Charakter, wie er anfängt, natürlich erstmal hauptsächlich physisch, sagen wir mal, stark ist. Aber gut, das werden wir dann auf jeden Fall mal hinbekommen. Und zwar war ich so ein bisschen am Überlegen mit diesen Zaubergeschichten oder sowas. Zunächst wollte ich einfach nur einen normalen Angriffsmagier spielen. Ja, da hatte ich mir mal überlegt, es gibt ja auch von diesen Charm-Zauberschule hier, diese ganzen Beschwörungsgeschichten und so. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht könnten wir doch mal als so eine Art Summoner spielen. Oder wie der ein oder andere gesagt hat, Summoner. Kleiner Scherz am Rande, aber gut. Eine Besonderheit bei dem Spiel ist, man kann im Übrigen tatsächlich aus dem ersten Teil einen Charakter importieren. Hätte ich jetzt fast zum Spaß auch mal gemacht. Allerdings ist es so, der Charakter, mit dem wir das erste Spiel durchgespielt haben, den haben wir ja am Ende sozusagen in Ruhestand geschickt und in einen Charakter in Ruhestand kann man nicht einlesen. Das ruckelt jetzt am Anfang nur ein bisschen, weil ich jetzt momentan noch mit der Maus aus dem Fenster da raus bin, weil lustigerweise in diesem Intro-Ding hier macht irgendwie mein Rechner sehr eigenartige Geräusche. Von daher gehen wir da dann mal relativ schnell hier durch und wenn wir da aber im Spiel drin sind, ist das alles dann ganz normal. Und hier so müsste jetzt eigentlich auch normal flüssig laufen. Okay, also neues Spiel. Hardcore machen wir nicht. Und wir lassen jetzt hier diese standardische Schwierigkeitsgrad mal. Was einem vielleicht auch auffällt, weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt. Ich habe ja beides, ja, also diese insgesamt waren sogar vier Spiele auf Steam, sage ich mal, geholt. Obwohl mit Brille war er nicht so schlecht, oder? Ein Zauberer. Haha, mit Altgleisen. Ja, komm. Ja, obwohl. Hund, das ist natürlich logisch. Einen M. Ja. Hundename. L. Wir haben vorher wieder was überlegen sollen, ne? J. Ist egal. Genau, dann fangen wir mal hier an. Battle worn and weary, you emerge from the dungeon depths, triumphant. Your heroic courage has won freedom for the town of Grove, prying its people from the clutches of the dungeon's manxome scourge. As you feast upon the generous bounty brought forth by the grateful townsfolk, the appearance of a mysterious stranger casts a shadow across the festivities. The stranger, a withered old man, hunched over his gnarled cane, speaks cryptically of new evil to befall Grove, of ancient secrets locked within a temple buried deep inside the dungeon's catacombs, of gateways to undiscovered realms. He weaves enchanting tales of the wealth and glory to be found in these mysterious realms. Druantia, the land of verdant forests. Typhon, with cities of ice long since fallen from the clouds. Aquitus, where murky waters entomb lost souls. And Prometheus, a world of cracked earth and flaming towers. Finally, he speaks of chaos, the realm of eternal turmoil. Of the temple's secrets, he divulges only the greatest. Hidden within is an ancient tome, the Book of Fate, which maintains the balance between these realms. Within its pages lies the key to Grove's salvation. The townsfolk look to you, their new champion, to take up this perilous quest and guide the stranger through the dungeon in search of the ancient temple. You must protect the town from these foreboding prophecies. You must once again step boldly across the threshold of that ancient dungeon gate,
in search of your true fate. Mhm. Also da sieht man eben auch nochmal, dass das eben wirklich so ist, dass man im Prinzip die Geschichte nach dem ersten Teil auch weitergeht. Aber was ich jetzt vorhin nochmal so ein bisschen ansprechen wollte, eben hier mir nicht ganz genau sicher bin, also diesen zweiten Teil hatten wir offensichtlich dann nicht fürs Deutsche nochmal lokalisiert, weil ich hatte mir halt wirklich diesen kompletten Pack, als es das allererste Mal bei Steam, das war dann auch schon relativ spät gewesen, mal im Sale war, gekauft und der erste Teil war ja nur dann in Deutsch übersetzt. Gut, ich werde mir jetzt hier nicht das, wie gesagt, wenn er das hier vorspricht und so, jetzt natürlich nicht nochmal nachübersetzen oder so. Es ist ja auch nur ein Action-RPG am Ende des Tages. Es ist ja jetzt ja sicherlich nicht die Riesenstory. Aber wir werden dann das sowieso gleich noch weitersehen hier. The stranger leads you into the bowels of the dungeon, through endless passages and twisting corridors. He cowers in the shadows, while you dispatch denizens of the dark, clearing the way for your urgent quest. At long last, the stranger calls for you to halt. Great foreboding fills your heart as he intones a guttural chant. Glowing light fills his eyes, while his body thrashes and gesticulates wildly in an eldritch trance. This is no mere old man. The chamber shudders, great cracks forming in the moldy dungeon walls. Amid a cloud of dust, rubble, and fetid fumes, turrets and statues of lost heroes thrust violently into the chamber. With a final heave, the chaos reveals the cyclopean gates of a hidden temple as described by the stranger. Behold, he mutters breathlessly, the Temple of Fate. The temple walls are lined with majestic statues of the fabled guardian gatekeepers of the realms. In the center of the room, an altar glows incandescently, bearing the mighty volume, the Book of Fate. Staring intently at each page, you search for the answers to Grove's deliverance. But the arcane text reveals something more ominous. This book holds powers beyond those the stranger's tales led you to believe. Locked within its covers lies the key to the undiscovered realms, protecting them from evil forces that would bring corruption and devastation. You realize now that by uncovering this temple, you have committed a grave error. At last, I will rule the realms. You hear the stranger cackle before blackness engulfs you, following a mighty, crackling, concussive blast. Okay, so. Treachery. You find yourself alone, lying prostrate on the cold temple floor. The fabled book is missing. All that remains are two whirling portals torn open by the stranger's fell magic. Gateways to realms unseen for countless eons are open in front of you. A lush green glow emits from one, no doubt leading to the long-lost forest realm of Druantia. Witheringly cold gales waft from the other. Surely this is the path to Typhon and its mysterious snowy ruins. The temple's guardian statues glare disdainfully down at you. What evil have you foolishly released upon these noble creatures' domain? You now know what must be done. Rise up as a hero and step forth into the undiscovered realms. Defeat the great evil you have unleashed and bring back the Book of Fate. Mhm, also das ist jetzt nochmal so ein bisschen das, weil bei dem ersten Teil, den er da gesprochen hat, hat er von vier dieser Realms gesprochen und da war ich hier so ein bisschen, weil das hatte ich hatte nur mal kurz angetestet und jetzt sich diese ganze Intro da angehört oder so. Man kann nämlich hier, man sieht jetzt erstmal zwei dieser Realms, also dieses Waldgebiet und dieses Eisgebiet. Ich war immer mal in dieses Waldgebiet reingegangen. Und Feuer und sowas, was es da noch gab, das hat man jetzt ja zumindest erstmal nicht gesehen. Also ich hatte das so grob verstanden, dass man halt eben jetzt erstmal diese zwei Gebiete dort hat, die man sich auch erstmal aussuchen kann, wo man zunächst hingeht. Und dort hat man dann eben nochmal eine normale Stadt und geht dann dort einfach ganz normal in so einen Dungeon rein. Also das ist
im Prinzip dann jeweils wie das erste Spiel, nur halt, sagen wir mal, sind erstmal zwei losgelöste Abschnitte, wo man dann dorthin gehen kann. Und also ich hatte zumindest, weil ich so ein bisschen wissen wollte, wie es halt technisch so sich zusammensetzt, es ist wohl tatsächlich so, dass man, man kann ja zum Beispiel eins dieser Dungeons komplett durchgehen und dann einfach in das andere gehen, hat allerdings so ein bisschen den Nachteil, dass man dann in den oberen Ebenen halt sehr leichte Gegner oder so hat. Von daher werden wir mal schauen, ob wir das vielleicht so ein bisschen hin und her machen. Wir werden jetzt sicherlich nicht jeden einzelnen Level hin und her springen, aber vielleicht mal sowas, dass wir so in 5er-Schritten oder sowas vorangehen, dann werden wir mal sehen. Ich weiß auch nicht, wie weit wir heute allein kommen, aber gut, das schauen wir uns mal an. Und ja, gut, sehen wir jetzt natürlich auch gleich im Spiel weiter. Your journey has begun. Genau. Da stand, denke ich, immer da, ne? V für Saving Me, okay. Okay, das ist dasselbe. Steuerung, um zu rennen, aber wir können natürlich auch R drücken. Alt. Das ganze Zeug. Genau, das sind halt diese zwei Möglichkeiten, die man dann da hat. Yes, Traveler. Achso, und hier sind. Das sind dann diese anderen. Ah, okay, ja, die sind jetzt erstmal verschlossen. Und wie man sieht, jetzt gibt es halt hier auch wieder so einen großen Boss, den man dann halt jagt und finden muss. Natürlich liegt der jetzt nicht bei Level 50 oder sowas, sondern halt ein bisschen weiter oben. Also wie ihr seht, wahrscheinlich so immer so rund Level 30 rum. Weil man ja jetzt zwei solcher Welten hat und nicht nur eine einzelne. Wir fangen jetzt, wie gesagt, trotzdem einfach mal hier an und schauen uns da mal ein bisschen um. Wie schon gesagt, Charakter am Anfang natürlich Stärke, Vitalität hier relativ gut. Also würde natürlich standardmäßig erstmal so ein bisschen Richtung Krieger gehen können, aber ja, wir werden uns das mal ansehen. Also wir werden auf jeden Fall natürlich zunächst erstmal Magic brauchen, um überhaupt Zauber lernen zu können. Und dann werden wir auch dementsprechend Zauberstäbe natürlich gerne benutzen wollen, weil die dann die entsprechenden Skills natürlich nochmal erhöhen. Da werden wir jetzt am Anfang wahrscheinlich noch nicht so viel, also den Besten, den es dort für uns gab, wenn das noch die Liste von Fate 1 funktioniert, bräuchte man dann 36 Stärke und ja, 75 Magie, aber Magie werden wir so wahrscheinlich sowieso recht viel erhöhen. Müssen wir mal sehen, wenn wir das dann haben. Unendlich viel Mana braucht man vielleicht als Beschwörer dann wiederum, anders als beim Angriffsmagier, aber vielleicht auch doch wieder nicht. Ich weiß nicht, ob wir dann doch auf eine zweite Schule mitgehen, beziehungsweise naja, am stärksten macht man sich wahrscheinlich schon, wenn man sich auf eine dann in dem Sinne ausschließlich fokussiert. Ich weiß, was unser Charakter dann noch großartig macht, weil einfach so draufschlagen, da würde ich besonders gut dabei sein. Halt einfach ein bisschen Vitalität, damit er im schlimmsten Fall mal einen kleinen Schlag mit aushält. Mal schauen. Aber das ist dann eh erst was für später, weil wir müssen sowieso erstmal so weit kommen. So, und dann sind wir hier eben auch hier ganz normal drin. Hier geht es, denke ich, dann rein, genau. Also wieder ganz normale, I'm well known throughout these parts. Ah, okay. Wieder der Titeltyp hier, wo man mal Geld bezahlen kann. Well met. Level 2. Achso, wir suchen jetzt natürlich wieder Quests. Ich hoffe mal, dass wir was für Level 1 finden. Level 3, ja, natürlich klar. Good day to you. Second level? Nein. Was machst du hier? Also. Brauchen wir erstmal noch nichts, aber später mal so ein Büchlein hier. Also identifizieren wir. Na gut, das ist die Frage, ne? Das sind, denke ich, beides von der Schule. Hello! Ah!
First Level. You have received a task. Sehr schön. Temple of Fate, da kommen wir wieder zurück. Roy Kuhn, was hast du? Achso, du bist der Waffenmann. Azur Crimson wollen wir auch nicht. Wir brauchen Charm Magic. Könnte man sich jetzt hier kaufen, spielt aber, denke ich mal, noch keine Rolle so richtig. You are refreshed. Achso, Heal, okay. You have received a task. Haha. Cards. Okay, das ist auf jeden Fall, denke ich, was Neues. Da ist so Azur. Okay, zerstören und für die Edelsteinchen hier. Du hast Zauber, ne? Summon Rats. Mhm. Und Spider. Okay. Summon Fire Drake. Fängt zwar erstmal höher an, aber die Sache ist, die steigen halt dann in höheren Stufen immer weiter auf, ne? Also, auch wenn der an sich wahrscheinlich ja erstmal. So, kurz nochmal weg gewesen. Ja, wir haben schon mal so ein bisschen hier die Zauber uns angesehen. Also 16, 18 Magie hier, wenn wir auf jeden Fall mal brauchen. Town Portal ist auf jeden Fall okay. Kostet natürlich, also kann man uns alles noch nicht leisten. Das ist natürlich klar, aber nicht so schlimm. Was machst du? Charm, Emerald. Okay, das sind aber stärkere Varianten hier. Mage Maze. Okay, 8 Attack. Gut. Also, und du hast auch noch mehr Zauber, ja. Frostbeetle. Skeletons. Okay, das sieht auch nicht ganz schlecht aus. Dispel-Monster. Werden wir nicht unbedingt brauchen, weil wir wollen ja auch ein paar Plätze dann noch übrig haben. Was du? Achso, Fischer. Oh Gott. A fine day. Gut. Dann suchen wir mal noch ein weiteres Quest und mal schauen, ob das immer noch genauso funktioniert wie früher. You have received the quest. Offensichtlich schon. Na, jetzt haben wir 3 Level 1 Quests, geht doch. Ja, ich habe schon gesagt, ich denke, es macht jetzt noch keinen Sinn, sich jetzt irgendwas zu kaufen hier. Wir rennen einfach mal rein und schauen, was passiert. Wir brauchen eben ein bisschen mehr Geld und vor allen Dingen mehr Magic und na, schauen wir mal. Sockel dir. So. 4 bis 6 low, 4 bis 10 alles low. Okay, das haben wir gleich mal so bekommen. Ist wahrscheinlich für uns dann eher uninteressant, weil logischerweise die Zauberstäbe werden wir sicherlich 2 Hand sein.
Prepare short step. Wie gesagt, aber halt slow, ne? Und erhöht halt keine Zauberlevel, von daher uninteressant. Shrine of Learning. Okay. Will you tempt fate? Nichts passiert. Oh. Na, jetzt anfangen. Lass mal den ganzen Gemumpel hier mitnehmen. Sollte mal dran denken, dass das Tierchen auch ein bisschen was mitnehmen kann. Also, na, ganz so. Also nicht. Geht's runter. Überhaupt noch Platz? Ja. Noch Healing. Okay, mal ein bisschen aufpassen. Your pet is fleeing. Mal so einen kleinen Heiltrank ein hier. Health is dangerously low. You are poisoned. Von was? You have gained in experience and skill. Gut. Gegner fangen auch gleich mit Level 3 und so an, ne? Aber, ja. Your pet has fled. You have completed the quest. Oh. Okay. Könnte klappen. Gut. You have completed the quest. Das ist schon mal gut. Genau, ne? Das ist dann immer dieses hier. Ja. Keine große Wahl hier. Das muss erstmal alles nach oben gehen. Genau, ne? Man konnte das ihn gleich so aufsammeln lassen. Das sind die, die wir schon teilweise schon angegriffen hatten. Okay.
You have gained in experience and skill. Nochmal Level up. Sehr schön. Das erste bisschen Fame hier. Level 2? Hello. Nein, Level 2. Third Level, naja. Also ja. Skillpunkte dann natürlich auch noch. Ein Lebensbonus. Besser als nichts, ne? Okay, 1% schneller Castings. 1% ist halt, wie schon gesagt, nichts, aber von der Grundidee her ja ganz schön. Das ist doch dann was. Charm Magic, das wäre das, was wir brauchen. Dieses Gesockel ist natürlich verdammt teuer, aber gut. Kann auch mal noch alles weg hier. That is impossible. Okay. Ja, wir werden ja jetzt einfach mal kaufen, ne? Drei bis neun bis 80. Das hat noch ein bisschen mehr Rüstung und so weiter, aber. Nee. Das ist eh zu teuer für uns. Ich hab's irgendwas auseinandergenommen, ne? Mental Map Spell. Okay. Summer Rats. Oh. Ja, das ist doch dann das Richtige. Ja, damit. Map Spell, da brauchen wir nicht unbedingt. Naja, und du bist der richtige Spider. Ja. Town Portal und so weiter haben wir jetzt noch nicht, aber wie schon gesagt, ist es erstmal nicht so schlimm. Irgendwas zum einen viel zu teuer. Identifikationsbuch. Wie viel kostest du? 100, ne? Das sind 10 Stück für 500. Na ja, komm. Dann kann das hier auch gleich mal weg. So, dann müssten wir, denke ich. You have learned a new spell. You have learned a new spell. Sehr schön, ne? Wie ging denn das? Dann machen wir mal so rum. Nein. Genau, jetzt können wir das per Shortcut sozusagen dann natürlich auswählen. Und das so kennt. Charm kriegen wir einen Bonus drauf. Und sind wir schon mal bei Stufe 7. Sehr schön. Ja. Und noch keine neuen Stufe 2 Quests gefunden, das ist erstmal nicht so schlimm.
insgesamt mal 6, dann können wir einmal den oder einmal den casten. Okay, ja. Würde ich sagen, gehen wir doch nochmal rein. Your pet has fled. Und das hier machen wir auch noch. So. Wenn wir doch mal sehen hier. Your pet is fleeing. Okay. Moment, kann der sich heilen? Scheint so. Your pet has fled. Okay, ist es unverwundbar oder was der Typ irgendwie? Your pet has grown more skilled. The quest is completed. Kann natürlich sein, dass der einfach einen Heilzauber hatte und der sehr mächtig war. Will you tempt fate? Superior Sunstone, was macht der? Schaden gegen Untote. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Da steht es, wie lange du das. Ja, ist doch erstmal okay hier. Von der Zeit her. You have gained in experience and skill. Jetzt einfach so? Na gut, dann noch mal raus. Schon mal so eine kleine Truppe hier. Well met. Noch nicht. Die Steige Bonus. Wie jetzt? Was wir noch? Drei. Ah. Mein 40 Feuerresistenz ist nicht so schlecht. Ja, also verdammt, wir werden noch mal. Naja. Hello. Vier. Bitte ich im Weg stehen. Level 4. ein bisschen wieder. Gut, die jetzt draußen zu beschwören macht nicht wirklich viel Sinn wahrscheinlich. Okay, wie wir sehen, selbst diesen besseren Stab hier könnte man dann theoretisch auch schon mitnehmen. Der einen plus 6 gibt. Muss halt das Richtige sein. Emerald. Aber, ja, auch schon möglich. You have received the quest. Second Level. Sehr schön. Haha. So, nee, du hast das. Nee. Vampire Bats. Mental Map. Ich meine, theoretisch kann man auch so ein paar andere von diesen Sachen hier, aber wir werden halt gar keinen besonders hohen Level jemals reichen. Resist Fire und so weiter. Town Portal.
plus 6 Charm Magic. Wander Stormbelt. Das ist mir eigentlich zu teuer, ne? Das ist noch zu wesentlich mehr Schaden auch noch. Jetzt haben wir schon Stufe 12 hier. Also das heißt, die werden jetzt schon richtig hier reinhauen. Weil das heißt natürlich auch, dass es nochmal 2 Minuten länger dauert. Und die Level von denen halt richtig hochgehen. Du warst der Fischmann, ne? Ja. Okay, jetzt hätte ich keine Option im Spiel mehr. Ich weiß nicht, wir hätten vielleicht theoretisch die Musik oder so ein bisschen lauter machen können. Weil den Soundeffekt nur so war ich mir jetzt nicht so sicher. Na gut, dann machen wir hier mal Save und Exit. Können wir das ja irgendwie machen? Das auch nicht zu sehr übertreiben hier. Second level. Schön. Hello. 3. Ah. 4. Okay, und dann bloß noch du hier, ne? Well met. 3. Also jetzt ganz am Anfang, da macht es irgendwie schon Sinn, dass wir da immer die 3 Quests uns auch holen für jede Ebene. Hello. 3. Well met. Ja. You have received a task. Sehr schön. Na gut, Und die Kosten, bleiben die gleich? Ja. Man könnte jetzt sagen, die Ratten sind dann wahrscheinlich leicht stärker als die Spinnen, ja, wenn die mehr kosten, aber... Ja. Ja, so ganz schwache Gegenstände, wenn die jetzt nicht... Achso, ich habe noch nicht herausgefunden, wo unsere Truhe ist. Einfach mal die Ratten und so weiter ein bisschen arbeiten lassen hier. Besonders viel Lebensenergie verlieren sie nicht. Bis jetzt. Und der ist jetzt schon Level 13, ne? Das läuft doch recht gut. Oha. Your pet has grown more skilled. You have been granted new skills. You have completed a quest. You are poisoned. So, Heiltrank. Creeping Wither. Ach ja, die schönen Verwandlungen dann wieder.
Ja, wie schon gesagt, Mana-Trinke werden wir wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt brauchen. Your notoriety has grown. You have completed the quest. Denke ich jetzt alle schon durch? Ne, eins fehlt noch. Wir warten mal, bis ihr weg seid. Aber tatsächlich Fame schon mal gestiegen. Gar nicht so schlecht. Erstmal noch ein bisschen hier rein. Ja, wie schon gesagt, früher oder später werden wir dann natürlich auch noch was anderes erhöhen. Aber nochmal 8 mehr Level der Kreaturen hier, wenn wir die jetzt neu beschwören. Ja, es wird schon was. Ja, gesagt, die Mana-Kosten steigen ja dadurch nicht an. Stufe 21, ja. Selbst wir hauen nur ganz schön rein mit unserem dicken Stab hier. Magic Unreal. Ah, du bist halt, denke ich, schon magisch. Dann wird das wahrscheinlich nicht in dem Sinne klappen. So, irgendwo wird noch so ein Shrine of the Gnasher. Ah, okay. Ach so. Ah, okay, wenn man den anmacht, dann kommen ja die Viecher rein, oder was? Your pet has increased in power. Okay, muss man wahrscheinlich eine gewisse Zeit lang überleben, oder was? Das ist auf jeden Fall schon mal was Neues. You have gained in experience and skill. Auf jeden Fall schon mal schön viel Erfahrung. You have completed the quest. Gehen wir nochmal zu diesen Amboss hin. Verzaubern wir noch diesen Bogen hier oder so. Wenn das denn klappt. Fate has favored you. Sockets. Okay, okay. Achso, Town Portal müssen wir dann auch mal schauen. Sonst kaufen wir uns halt einfach noch ein paar dann. You enter the portal. Kein Gegenstand.
good day. Your pet has grown more skilled. Level 3? Level 5. Nee. Das war derjenige, der einen geheilt hat, oder? Oh. You are refreshed. You have gained Amulett. 2% Stärkebonus. Achso, ja, ja. Charm Magic nach oben. Twisted Staff. Plus 4 auf alles brauchen wir nicht. 22, 25. Ach, kriegt gut aus hier. Improved Chance to Block. Na, weg damit. Ich habe gesagt, Mana-Tränke. Brauchen wir nicht. Ausdauer brauchen wir auch nicht. Heiltränke sind nicht schlecht. Na, werden wir schon noch was finden hier. Achso, ne, du bist ja immer diese hier. Achso, das kann eigentlich auch mal weg. Ah. 14 Charm, das ist schon eher was. Muss natürlich nicht Superior of the World sein. 32 Stärke brauchen wir da schon, das ist dann schon relativ viel. Kostet natürlich momentan für uns unendlich viel, aber das macht ja erstmal nichts, muss ja nicht sofort sein. Level 7 Cursed Blade und ein weiterer Level alle 2 und insgesamt kann man nur 6 Kreaturen. Gut, das andere sammelt halt genau 3, ne? Ein Level 4 Skelett. Ich meine, hier könnte man dann natürlich mehrere dann jeweils beschwören. Das kriegt immerhin noch pro Level, steigt das halt mit auf, ne? Das war ich gar nicht mal so schlecht. Timberwolf. Frost Beetle. Timberwolf. Na komm, ein Buch ist okay. So, hier ging es hinaus. Return to the Dungeon. Oder ist unsere Truhe, wenn es die denn gibt, nicht hier im Dorf, sondern in diesem Hauptding. Das könnte natürlich auch sein. Dass es quasi nur einmalig gibt. Oder gibt es keine Truhe mehr? Statue of. Okay. Yes, traveler. Hm.
Okay, also auf den ersten Blick weiß ich jetzt, dass ich Third Level das ja richtig. You have received a task. Und du hattest ja Tränke, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie da die Heilwerte waren oder ob die überhaupt identisch sind, ne, mit dem ersten Spiel. Hello. Nein, 5 wollen wir nicht. Nein, 4 auch noch nicht. So, hast du jetzt eigentlich auch schon wieder neue Zauber oder so? Oh ja, scheinbar schon, ne? Charmmonster. Tom Bottle. Okay, hätten wir uns das natürlich sparen können, das ist so cool, ne? Kostet ganz schön viel momentan, aber... Ehrlich gesagt, dann haben wir es einmal. A new spell has been learned. Tief hinten ran. Was machst du eigentlich? Okay. Schauen wir uns wieder. Also. Das jetzt vereinigen, aber ja. Also ja, eine Truhe sehe ich erstmal nicht. Ich weiß nicht, ob die irgendwann später im Spiel noch kommt. Na, wäre auch irgendwie komisch. Na gut.